Moin, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Portal 2, die Singleplayer-Kampagne. Hier sind wir stehen geblieben, jetzt wieder auf den normalen Teststrecken, die uns der böse Wheatley vorgesetzt hat. Mal gucken, was wir hier jetzt machen. Ich muss in den Strahl rein auf jeden Fall, da kann ich ein Portal dran machen, dann wahrscheinlich darüber. Obwohl, das bringt eigentlich nichts, oder? Ich geh jetzt mal in den Strahl rein. Da. Da. Ach du Scheiße. Ja. Das habe ich nicht gesehen. Zack. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Habe ich schon. Egal, löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Kriege ich hin, keine Sorge, kleine Spacko. Das war jetzt wirklich easy. Ob wir sterben werden, das werden wir dann sehen. Ich glaube das nämlich jetzt noch nicht. Dass er es einfach überschrieben hat, dass er jetzt Wheatley Laboratory steht. So. Nummer 3. Ich komme, noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Cool. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Da, jetzt kann man. Nein. So kommen wir dann auch rüber. Warum sind da weiße Dinger? Manchmal sind die, glaube ich, auch zur Verwirrung einfach da, ne? Ach so. Na, in dem Fall nicht zur Verwirrung. Ey. Wo hab ich denn? Ist das weiter vorne? Ja, jetzt. Jetzt hier rüber. Jetzt stellt sich mir trotzdem die Frage. Obwohl, eigentlich stellt sich die mir gar nicht. Fass du mich an? Kann man nicht da reinwerfen, hä? Schade. Da kann man wohl reinwerfen. Oh. Ich bin gerade selber. Ja, du greifst mich nämlich nicht an. So. Ich war gerade ein bisschen dumm.
Oh, wie enttäuschend. Ich habe das gut gemacht, glaube ich. Also finde ich zumindest auf jeden Fall. Einfach hochspringen, den Cube, die Cube-Krabbe hochwerfen und dann haben wir's. Ja, ja, ich teste weiter. Ich habe eh keine andere Wahl. Wo soll ich denn hin? Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, fetti ohne Eltern. Was? Also, ich glaube, schlimm daran ist, adoptiert zu sein. Ich glaube, die haben ja ganz schön was ja, gegen mal dickere Leute. Außerdem. Tschüss. Okay. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon, mach einfach den Test. Okay. Perfekt. Kann ich mich hier draufstellen? Sagen, das war ganz schön dumm, aber dass man die auch immer ausrichten muss, dass die liegen bleiben, ne? Der bleibt jetzt liegen. Okay. Rüber. Das wäre ja was, wenn das Ding jetzt aufstehen würde und sagen würde: Tschüss. So ja, einfach kann's gehen. Nicht einen Schwachkopf nennen. Nee, du bist schon ein Schwachkopf, Weedly. Definitiv. So, weiter geht's. Ist da nichts Schlimmes bei? Ich höre aber noch nicht. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Okay. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig. Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du es gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Bringt überhaupt nichts. So. Ich gehe wieder rüber. Mal schauen, was können wir damit machen? Wo können wir denn überhaupt insgesamt hin? Das ist stark, glaube ich. Warte mal. Ja. Das gleiche wie eben. Nur, dass ich jetzt das blaue Ding hier hinsetze. Und dann springe ich einfach rüber. Dann würde man weiterkommen. Kann ich aber aktuell nicht, weil du weißt schon. Okay. Naja, wiederholen wir das Ding einfach. Hi. So, einmal wieder zurück. Jetzt den ganzen Vorgang wiederholen. Da oben drauf. Dass das hier in der Mitte hoch geht.
stehen bleiben. Scheiß Idee. Obwohl, geht eigentlich, ne? Ich muss es nur auffangen. Ich brauch's nicht auffangen. Ich hab's noch in der Hand. Oh, was war das denn? Was war easy das? Easy war das. Really easy. Also diese Testkammern, die jetzt hier dieser Weedy installiert hat, die sind tatsächlich bis dato alles andere als kompliziert, finde ich persönlich. Aber wer weiß, was noch kommt, ne? Operator Error. Molten Core Warning. Ach ja, Kernschmelze steht hier bevor. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind gleich die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts, nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Nein, komme ich nicht dran. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Doch, kann ich. Glaub mir mal. Ich schon hin. Ja, hier unten sind. Hi. Okay, das war eine durchaus schlechte Idee und ich weiß auch, wie ich das umgehen kann. Weedly nochmal. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Ja, ja. Oh, gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Ja, ja. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Ja, da brauche ich dich nicht so scharf sehen, Weedly. Von daher alles im grünen Bereich. So. Ach ja. Da war ja was. Ich hab's auch festgestellt. Oh shit. Ich hab das in dem Moment auch festgestellt, wo das passiert ist. So, jetzt ist da wieder ein Schutzschild. Das ist gut und schön. Aber. Doch. Zack. Dagegen bin ich hier. Dann kann ich das hier immer noch entlang bringen. Kann hier runter. Die können mich nicht abschießen. Aber was passiert dann? Da oben die Tür geht auf. Ein Primat in diesem Spiel. Nochmal. Diese Tür geht nur auf, wenn da unten was auf dem Boden liegt. Bedeutet, dass ich den Cube retten muss. Nämlich so. So. Aber ich glaube, auf der Höhe kommt der Cube. Genau. Der Cube liegt schlecht. Jetzt kommst du nicht mehr durch. Haha. Obwohl. Ich stelle mich hier an. So.
jetzt mit dem Ding da hoch. Dann zack, hier die Barriere hin. Tschüss. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Ja, bin ich. Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten. Ist mir relativ egal, Wheatley. Nein, nein, das war die Lösung. Ach, ich verpasse alles. Ja, ich habe dein Bildschirm ja auch kaputt gemacht. Du kannst bestimmt auch nur noch mit zerbrochenen Scherben im Bild sehen. Ja? Mir macht das viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Rätseln teilweise, obwohl viel ziemlich leicht ist jetzt. Manches ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Erstmal gucke ich mir das ganze Gedönse hier an. Ja, landet man da, das hätte ich mir denken können. Was passiert dann? Wahrscheinlich nichts, ne? Natürlich nichts. Da muss ich was zwischenlegen. Verstehe. Ah, ist ja gut. Da will ich hoch. Funktioniert das nicht? Wenn ich... Moment. Was, hier drüben kann ich ja jetzt nichts weiter machen, ne? Komme ich nicht dran, nein. Kann ich hier einen hier so und den anderen hier so durch einen durchfliege, dass ich wieder zurückgeschossen werde nach da oben? Nein. Okay, das funktioniert nicht. Was passiert dann? Dann. Das rund. Aha. Geht das runter, wenn ich da den Laser reinbringe? Alles klar, aber es ändert mir nichts daran, dass ich noch nicht so genau weiß, wie man da hinten reinkommt. Vielleicht so. Probieren wir es mal. Wahrscheinlich aber nicht. Okay. Ein Teufelskreis. Hier ist nichts Meines. Okay. So, nochmal. Ich muss ja da hochkommen. Irgendwie. Hier ist nichts weiter. Das erste muss sein, dass das hier unterbrochen wird. Das Ding ist aber, dass ich nichts unterbrechen kann. Weil ich aktuell da noch nicht hinkomme. Hier durchspringen bringt mir auch nichts, weil der mich sofort wieder nach unten drückt. Mit dem komme ich nicht darüber.
schade eigentlich. Ich will mal gucken, mir das Ganze nochmal von oben ansehen. Habe ich etwas Gravierendes übersehen? Hier muss man darüber rauskatapultiert werden, das ist so. Ich bin auch ein bisschen blöd. Juhu, das gleiche wie ich. Na du, komischer Krabbenwürfel. Hi. Dadurch ist das aus. Das bedeutet einmal da drauf, einmal da drauf, bringt mich zum zweiten Würfel. Und mit diesem Würfel kann ich dann den Laserstrahl umlenken. Genau drauf. Jetzt lege ich dich dahin. Muss ich mich dann nur. Oh. Doch klar. Doch klar. Hier drauf. Jetzt werde ich hochgefahren. Jetzt ist es aber so. Ich brauche ja nicht mehr. Dadurch werde ich. Zack. Zack. Dann kommt das runter. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du. Ja. Warum machst hab's du mir gelöst. Das Leben so schwer? Richtig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gucken wir mal. Wie es weitergeht. So. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Leben der alten Zeiten wegen. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Was passiert dabei? Egal, weiß ich jetzt nicht, was da passiert. Doch, the laser goes off. Ja, das ist gut. Dann, nämlich genau mittig drauf stelle. Das passt dann nämlich. So, jetzt kann man nämlich da durch. Es war dumm. Es war richtig dumm. Ich muss. Es muss ganz darüber fahren. So. Kann
Ich nehme mich hier durch. Hier drauf springen. So. Jetzt setze ich wieder hier unten hin, kann runterspringen und bin durch. So, was heißt durch? Hä? Was ist jetzt passiert? Ah. Er liegt oben drauf, nice. Ich gehe mal wieder hier rüber, ne? Jetzt möchte ich gerne den Laser umleiten. Ist das die richtige Ebene? Au, au, au. Ich weiß nicht, ob das die richtige Ebene ist. Ja, okay. Ich muss das Spiel nochmal von vorne spielen. So, jetzt müsste ich den Laser hier reinmachen können. Genau. Jetzt wird er nochmal kurz verschwinden. Was aber nicht schlimm ist. Denn ich muss es nur drücken. Okay, immer noch nichts. Und weiter. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Oh. Über meinen Fahrstuhl. Okay. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Sind aber sehr beeindruckend. Ja, ja. Sehr beeindruckend. Teufelkopf. Was er mit der Anlage gemacht hat nach der Übernahme, töten? Ja. Ich glaube ja, kannst du machen. Du hast meinen Segen. So. Ha, du lebst! Toll! Ich ja, bereite gerade lebe. Einen Test vor für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, genau. Wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang für deinen Test. Nach da hinten. Da, bing. Sehr gut, weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind das waren 10 Sekunden. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Was bleibt zu, oder was? Okay. Hier geht's weit runter. Oh. Ich werde trotzdem sagen, wie es hier weitergeht, schauen wir uns das nächste Mal an. Testkammer 15 von 19. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, liked das Video, macht einen Kommentar, das wäre alles sehr lieb. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder die Portal 2 Kampagne spielen. Bis dahin, ciao!